Oberösterreich heute mit Gernot Hörmann. Schönen Abend. Wer hätte gedacht, dass dieser zweite Wahlsonntag für so viele Überraschungen sorgt? Ursachenforschung, außergewöhnliche Ergebnisse, Erstaunen bei Bürgermeisterstichwahl. Rücktrittsankündigung, AK Langzeitpräsident Johann Kalliauer tritt ab. Restaurierungskunst, Besuch in Linz bei Geigenbauer von Weltruf. Und morgen treibt starker Westwind, Wolken und Regenschauer durchs Land. Nach den innenpolitischen Turbulenzen der vergangenen Tage hat der Bundespräsident heute den neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg angelobt. Dessen familiäre Wurzeln liegen im Mühlviertel. Auch der neue Außenminister ist bereits im Amt. Ich gelobe. Es ist die dritte Angelobung für Alexander Schallenberg in der Wiener Hofburg. Zweimal wurde er schon als Außenminister angelobt. Seit heute ist er Bundeskanzler. Es ist eine Ehre, die er sich nicht erwartet und die er sich nie gewünscht habe, so Schallenberg. Eines wolle er gleich von Beginn an klarstellen. Es werde eine enge Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz geben. Ich werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd. Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass er an ihnen nicht dran war. Über Nacht zum Außenminister, das gilt für Michael Linhardt. Ich gelobe. Mit der Angelobung wechselt der 63-jährige Spitzendiplomat aus Paris zurück nach Wien. Inhaltliche Fragen will er heute noch nicht beantworten. Es sind ja nicht einmal 24 Stunden, dass ich weiß, dass ich dieses Amt übernehme. Und wir gehen jetzt hinüber und bereiten uns darauf vor. Das ist immer eine große Herausforderung, da überlegt man ein bisschen. Aber wenn man für Österreich was tun kann, dann macht man das gerne. Bundespräsident Van der Bellen appelliert an eine gute Zusammenarbeit mit der Koalition und dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederhergestellt wird. Mit der Angelobung will Van der Bellen jedenfalls einen Schlussstrich unter die aktuelle Regierungskrise ziehen. Die Bürgermeisterstichwahlen sind geschlagen. Die ÖVP stellt die mit Abstand meisten Ortsoberhäupter, nämlich 328 der 438. 85 gehören der SPÖ an, 14 der FPÖ, 6 Bürgerlisten und einer den Grünen. So manche Hochburg ist gefallen. In Linz hingegen ist nicht einmal ein Drittel Stichwählen gegangen. Dabei haben andernorts oft nur wenige Stimmen den Unterschied gemacht. Genau 3 Stimmen haben hier in Kirchdorf an der Krems am Sonntag die Bürgermeisterwahl entschieden. Ihnen hat es die bisherige Stadtchefin zu verdanken, dass sie weiter regieren kann. ÖVP-Herausforderer Alexander Hauser ist knapp unterlegen. Ich glaube, dass wirklich der Wunsch da ist, auch bei vielen noch Veränderungen und dass was weitergeht wieder. Und insofern war es so knapp. Ich bin natürlich schon zufrieden und ich hoffe, dass das auch eine gute Arbeit machen. Es passt optimal und wäre es auch super. Also so wie es ist, so ist. Ich habe damit gerechnet, wir haben damit gerechnet, auch mein Team, weil man dieselbe Ausgangslage bei der Stichwahl hat. Das heißt, man fängt von null an. Einen überraschenden Farbwechsel gab es hingegen in Traun. Nach einem knappen Rückstand im ersten Wahlgang konnte sich der ÖVP-Kandidat in der Stichwahl gegen den bisherigen roten Bürgermeister durchsetzen. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 44%. Im ersten Moment habe ich es noch gar nicht gefasst. Im zweiten Moment war ich so dankbar für das Vertrauen, vor allem als Querensteiger. Die zum Teil auffallend niedrige Wahlbeteiligung, mit 30% war sie in Linz am niedrigsten, überrascht Politikwissenschaftler nicht wirklich. Wenn Wähler glauben, ein Rennen ist de facto bereits entschieden, dann haben sie nicht das Gefühl, gerade auf meine Stimme kommt es an und bleiben zu Hause. Das stimmt aber natürlich nur für Linz und nicht beispielsweise für Traun oder für Kirchdorf. Die zweite Möglichkeit ist natürlich aufgrund des nicht gerade guten Bildes der Bundespolitik in den letzten Tagen, dass das politische Vertrauen weiter gesunken ist und dadurch die Wahlbeteiligung auch. Die Freiheitlichen feierten ihren größten Erfolg am Sonntag in Ansfelden. Dort löst der bisherige erste Vizebürgermeister den roten Stadtchef Manfred Baumberger ab. Es geht natürlich einmal darum, wer kann mobilisieren, ja? Wer kann seinen Wählern suggerieren. Ja? Wenn ihr zur Wahl geht und mich wählt, dann ist es für euch positiv und ich denke mal, das habe ich wahrscheinlich besser geschafft als wie mein Amtsvorgänger. 4 Bezirkshauptstädte sind von der ÖVP an die SPÖ gegangen. Das Rathaus in Freistadt etwa ist zum ersten Mal in der Zweiten Republik in roter Hand. Das Ergebnis kommt hier für viele wenig überraschend. Ich habe schon mitgekriegt. Und warum? Ja, weil der Kratzler hat doch schon einige Stimmen gehabt. Da kommen die Stimmen von der Grünen dazu, die Stimmen von den Freiheitlichen. Bürgermeisterwahl ist in erster Linie eine Personenwahl und in dem Fall hat es halt offensichtlich für die meisten mit dem Herrn Kratzl besser passt. Teilweise, glaube ich, war eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung.
und die Bevölkerung wollte eine Veränderung und ich glaube, das hat auch dann den Ausschlag gegeben. Doch nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl. In 6 Jahren wird plangemäß in Oberösterreich wieder gewählt. Johann Kalliauer hat heute seinen Rückzug angekündigt. Der 68-Jährige gilt als rotes Urgestein und steht seit 2003 an der Spitze der Arbeiterkammer, so lange wie keiner seiner Vorgänger. Er wolle den Weg freimachen für eine Verjüngung. Johann Kalliauer ist in seiner politischen Laufbahn auf die Zielgerade eingebogen. Nachdem er die Gremien und Fraktionen informiert hat, gibt er heute Vormittag bekannt, dass ich mit der Vollversammlung im November mein Amt in jüngere Hände geben werde. Das heißt, ich werde dort mein Amt zurücklegen. Leicht falle ihm der Schritt nicht. Die Tätigkeit mache ihm, wie er sagt, unglaublich Spaß. Aber er habe Sorge, den richtigen Zeitpunkt zu übersehen. Ich habe heute schon auf und ab gehabt. Ja, man, am schwersten fällt es mir, das den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen. Und natürlich bin ich emotional berührt. Der Eisenbahnersohn aus Wels landet nach einem Jus-Studium in den 70er Jahren im ÖGB, wo er seinen langjährigen Mentor Fritz Freischlag kennenlernt. 2003 wird er erstmals zum Präsident der Arbeiterkammer gewählt. Eines seiner liebsten Hobbys, das Fischen. Ich glaube, ich bin eher leise, aber beharrlich. Nur wenn ich merke, dass es gar nicht geht, habe ich auch kein Problem, mehr auf den Tisch zu hauen. Eigenschaften, die er während seiner 19-jährigen Tätigkeit als AK-Präsident immer wieder einsetzt. Was haben denn unsere Leute davon, wenn man das System zerschlägt? Nämlich nichts. Geprägt ist diese Zeit an der Spitze aber auch von einem jahrelangen Zerwürfnis mit der Wirtschaftskammer. Erst in den vergangenen Monaten nähern sich die oberösterreichischen Sozialpartner wieder an. Heute gesteht Kalliauer, dass er eigentlich schon bei der letzten AK-Wahl nicht mehr antreten wollte, aber das Infragestellen von Kammerumlage und Pflichtmitgliedschaft durch Schwarz-Blau habe ein Umdenken bewirkt. Da war dann der Entschluss, nämlich nicht von mir alleine, das kann man nicht allein entschließen, sondern von uns allen, da musst du noch einmal in die Bresche springen und da musst du noch einmal auch antreten. Auch parteiinterne Turbulenzen bringen Kalliauers Karriereplanung durcheinander. Nach dem überraschenden Rücktritt von SPÖ-Chef Reinhold Endholzer übernimmt er 2016 vorübergehend die Parteispitze. Angespannt, weil es ein schwieriger Parteitag ist, aber ich glaube, die Geschlossenheit im Landesparteivorstand ist jetzt eine gute Grundlage. Bei seinem Abschied heute warnt Kalliauer vor Zentralisierungstendenzen und zählt Gesundheitskasse, Finanzamt und Pensionsversicherung als Beispiele auf. Die Sorge, dass das weitergeht, habe ich schon sehr stark. ÖGB-Vorsitzender in Oberösterreich bleibt Kalliauer übrigens noch einige Wochen länger. Da wird die Übergabe in einer Landeskonferenz Ende Jänner oder Anfang Februar geregelt werden. Wer als Kalliauers Nachfolger in der Arbeiterkammer antritt, soll in den nächsten 2 Wochen entschieden werden. Als Favorit gilt Andreas Stangl, AK-Vizepräsident und Fraktionschef der Roten Gewerkschafter. Unter einem Hochstand regungslos auf der Straße liegend ist ein junger Mann in Pfaffstedt im Bezirk Braunau von einem Passanten aufgefunden worden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Um die genauen Todesumstände klären zu können, hat die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis eine Obduktion angeordnet. Wegen Mord müssen sich seit heute mutmaßliche Betrüger aus Lettland in Linz vor Gericht verantworten. Das Trio soll einen Komplizen in einem Hotel am Linzer Graben zusammengeschlagen und dann dessen Zimmer angezündet haben. Das Opfer ist im Spital gestorben. Die Männer sagen, sie seien unschuldig. Mit dem Mord, mit dem Feuer, mit der Gewalt. Nein, damit wollen die drei Letten heute vor Gericht rein gar nichts zu tun gehabt haben. Zusammengeschlagen haben ihren 50-jährigen Landsmann jeweils die anderen. Das Feuer, das soll das Opfer überhaupt selbst gelegt haben. Das behaupten die drei Angeklagten heute zumindest vor Gericht. Stichwort Gericht. Damit haben die drei auf jeden Fall schon zahlreiche Erfahrungen. Denn in zahlreichen Staaten Europas waren sie verurteilt, etwa wegen Raubmordes, Drogen, Gewalttaten, Diebstählen, Waffendelikten. Auch das 50-jährige Opfer war bereits im Gefängnis wegen Mordes. Nach Österreich sind die 4 Letten gekommen, weil sie hier Geldwäscherei betreiben wollten, behauptet heute die Staatsanwaltschaft. Zwischen den Männern soll es immer wieder zu Alkoholexzessen, Gewalt und Streitereien gekommen sein, so auch Mitte September letzten Jahres in diesem Hotel. Irgendwann schlagen die 3 Letten im Alter von 51, 45 und 47 Jahren ihren Landsmann bewusstlos. Später übergießen sie ihn mit Rum, zünden ihn an und verlassen das Hotel.
Das behauptet die Staatsanwaltschaft. Stimmt nicht, sagen die Männer heute vor Gericht. Keiner will zugeschlagen haben, keiner will das Feuer gelegt haben. Im Gegenteil, das Feuer, das soll das Opfer selbst gelegt haben. Warum? Nun, das konnte zumindest heute keiner der drei Letten vor Gericht erklären. Der Prozess ist für 3 Tage anberaumt. Ein Urteil, das soll es vermutlich dann am Mittwoch geben. Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU massiv gesenkt werden. Wie das an Industriestandorten wie Oberösterreich gehen soll, ist noch nicht ganz klar. Hinter den Kulissen steigt der Druck, denn die Zeit drängt. So sieht Skepsis aus. Im Palais Kaufmännischer Verein in Linz treffen sich heute Nachmittag beim Industrietag der Wirtschaftskammer die Spitzen der oberösterreichischen Betriebe. Mit dabei der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn. Es geht um die Klimaziele der Europäischen Union. Es wird immer vorzugsweise von den Mitgliedstaaten reduziert, inhaltlich von den Ziffern etc. Das heißt, wir müssen einigermaßen ambitiös sein, um dann tatsächlich die Ziele, die Absichten zu erreichen, die uns wichtig sind. Bis zum Jahr 2030 will die Europäische Union den Ausstoß von Treibhausgasen massiv reduzieren. Um mindestens 55%, gemessen am Wert von 1990. Das sei ganz einfach unrealistisch, heißt es heute aus der oberösterreichischen Industrie, obwohl seit Jahrzehnten darüber gesprochen wird. Wenn ich mir unrealistische Ziele setze, dann kommt sehr voll bald die Ernüchterung, wenn man schon nach ein paar Jahren weiß, man erreicht es nicht. Dass wir den jetzigen Bedarf erneuerbar erzeugen könnten in 10 Jahren, ist vielleicht denkbar. Aber alles, was wir noch zusätzlich brauchen, damit wir klimafit werden oder klimaneutral, das ist aus jetziger Sicht naturwissenschaftlich sehr schwer darzustellen. Vor allem beim Strom wird es knapp. Für den Ausbau der Wasserkraft, zum Beispiel an der Donau, fehlt der Platz. Für den Bau von Photovoltaikanlagen, wie beim Innviertler Aluminiumkonzern Amag, bräuchte es Fachkräfte, die aktuell aber fehlen. Und die Infrastruktur gibt es auch noch nicht. Jeder möchte Strom aus der Steckdose, aber die Leitung möchte keiner haben. Und da geht es los. Wenn wir sagen, ja, Strom ist für uns eine der ganz wesentlichen Technologien, auf die wir setzen, wenn es um den Abtausch geht, zum Beispiel zu Erdgas, dann brauchen wir auch die Netze, dann brauchen wir auch die entsprechende Verteilung. Das alles sei von Theoretikern in Brüssel und Wien nicht bedacht worden, heißt es heute bei der Veranstaltung. Dem Kommissar macht vor allem der drohende Strommangel Sorgen. Für den es gegenwärtig, ehrlich gesagt, keine probaten Lösungen gibt. Denn woher der Strom kommen soll, wisse man nicht. Für die Industrie eine Überlebensfrage. Und an der hängen allein in Oberösterreich 400.000 Arbeitsplätze. Während ÖVP und FPÖ weiter über ihre zukünftige Zusammenarbeit verhandeln, formuliert heute die Wirtschaftskammer ihre Forderungen an die neue Landesregierung. Der Fachkräftemangel, aber auch die Kinderbetreuung sind 2 der Anliegen. Laut Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer braucht es einen gemeinsamen Kraftakt, um den Fachkräftemangel zu beheben. Damit einher geht die Forderung nach mehr Geld für die Kinderbetreuung. Das Budget müsse von 240 auf 300 Millionen Euro aufgestockt werden, um mehr Gruppen anbieten zu können, vor allem für unter 3-Jährige. Ebenso soll auf mehr CO2-neutrale Produktion gesetzt werden mit einem Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem Wissenschaftler und Unternehmer zusammenarbeiten, sagt Wirtschaftskammerdirektor Gerald Silberhumer. Die Verschwendung von Lebensmitteln geht uns wohl allen zu Herzen. Immer mehr Initiativen entstehen, die überschüssiges Essen vor der Vernichtung retten wollen. Jährlich landen allein in Oberösterreich Lebensmittel im Wert von 300 Euro pro Haushalt im Müll. Das entspricht pro Kopf 19 Kilo. Den größten Anteil machen Brot und Backwaren aus, gefolgt von Obst und Gemüse. Österreichweit sind es pro Jahr knapp 800.000 Tonnen vermeidbarer Lebensmittelmüll. Das entspricht dem Gewicht von etwa 4.300 Jumbojets, knapp 12 am Tag. Woher stammen die Abfälle? Mit über 200.000 Tonnen tragen die privaten Haushalte am meisten zur Lebensmittelverschwendung bei. Einen großen Anteil hat die sogenannte Außerhausverpflegung. Der Handel verursacht im Vergleich die geringste Menge an Lebensmittelverschwendung im Jahr. Private Initiativen zeigen, dass jeder und jede etwas dazu beitragen kann, damit Essbares nicht auf der Müllhalde landet. Weil Brot und Gebäck in der Wegwerfrangliste ganz oben liegen. Sie machen 30% vom gesamten Lebensmittelmüll aus, sagt eine große heimische Bäckereikette schon länger dem Brotmüll den Kampf an. Also zum Teil holen das befreundete Bauern aus der Umgebung. Dann an die Sozialmärkte wird gespendet. Ein großer Teil wird wiederverwendet für die Backwaren.
Und seit fast 2 Jahren bekommt man hier auch Too Good To Go Sackerl. Und es ist jetzt so, dass ungefähr 60 bis 80 Sackerl definiert sind, was da reinkommt, jeden Tag von den Kunden abgeholt werden. In einem Sackerl ist drinnen ein Brot, 2 Stück Feinbackwaren, also Plunder, und 4 Gepäckstücke. Das Too Good To Go System, also Lebensmittel via App und Handy kaufen, funktioniert so. Was in den Partnerbetrieben, 400 sind es mittlerweile in Oberösterreich, übrig bleibt, wird in ein Überraschungssackerl gepackt. Die Kunden, die sich die App kostenlos heruntergeladen haben, zahlen online für ihre Bestellung und holen sich die Ware mit der Handybestätigung ab. Diese App ist sozusagen eine digitale Lösung für ein großes Problem, das wir haben, nämlich Lebensmittelverschwendung. Und wenn man sich das aufs Handy lädt und dann schaut, was gibt es im Umkreis, dann findet man ja nicht nur Brot, sondern ein Abendessen. Ja, um ein Drittel des normalen Preises, das noch gut ist, dass man sie abholen kann. Das ist eine ganz einfache App. Mein Vater ist fast 70, kann das auch verwenden. Das geht sich aus. Wir sagen, es muss auch jeden ansprechen können. Deswegen muss es auch einfach sein. Nachhaltigkeit muss einfach sein. Und das setzen wir auch an. Fast 900.000 Österreicherinnen und Österreicher und 4.000 Betriebe benutzen bereits die kostenlose Lebensmittel-App. Seit dem Start 2019 konnten so knapp 2 Millionen Mahlzeiten vor der Mülltonne gerettet werden. Der Beruf des Geigenbauers, der Geigenbauerin, erlebt gerade eine Renaissance. 50 bis 60 gibt es in Österreich, eine Handvoll sind es in Oberösterreich. Ein Meister seines Fachs ist Alexander Schütz aus Linz. Er zählt weltweit zu den Besten. Stradivari, Amati, Guarneri, die berühmtesten Geigenbauer der Welt hätten wohl ihre Freude mit ihm gehabt. Alexander Schütz ist ein Meister seines Fachs. Er haucht alten Meisterstücken wieder neues Leben ein. Schütz ist Geigenbaumeister mit Leib und Seele. Profimusiker und Geigenbauer aus aller Welt vertrauen auf sein Können. Dieses Exemplar kostet ein Vermögen, etwa so viel wie ein topmodernes Einfamilienhaus. Das edle Stück wurde von Mäusen angefressen. Der Auftraggeber lebt in Holland. Der Arbeitsauftrag war, wurscht wie lange es dauert, wurscht wie viel das kostet, das muss einfach perfekt werden. Genau. Und das sind mir die liebsten Aufträge, weil da kann man... Ja, da kann man sich so richtig eintigern und da kann man wirklich zeigen, was man kann. Schütz stellt den ursprünglichen Zustand wieder her und versucht, die Originalsubstanz zu erhalten. Oft geht es dabei um Millimeter. Über Mangel an Arbeit kann er sich nicht beklagen. Ich rede einfach immer, dass ich das nicht so schlecht mache anscheinend. Und ja, so kommen halt auch Instrumente aus Australien oder aus Taiwan zu mir. Eine Kunst, die jahrelange Erfahrung und eine gute Ausbildung braucht. Sein Handwerk gelernt hat Schütz an der renommierten Geigenbauschule in Mittenwald in Deutschland. Nach seiner Ausbildung zog er 7 Jahre lang in die Welt hinaus, um von den Besten zu lernen. Sein wahres Können zeigt sich, wenn er nach den Vorstellungen eines Musikers eine neue Geige baut. Jedes Stück ist ein Unikat und 100% Handarbeit. Eigentlich sind meine selbstgemachten Instrumente, also ich betrachte die ein bisschen wie meine Kinder, weil man so viel Zeit verbringt, bis ein Instrument fertig ist und ich da mein ganzes Wissen und meine ganze Erfahrung einstecke und mein ganzes Herzblut, das ist eigentlich ein Teil von mir. Und das Schönste ist dann, wenn es fertig ist und super klingt und dann von einem Musiker gespielt wird, der dann wieder andere Menschen damit erfreut, mit dem schönen Klang. Also das ist so eine befriedigende Arbeit. In der Werkstatt hat Alexander Schütz auch seine große Liebe gefunden. Zur Hochzeit schenkte er seiner Frau Cien Cien ein ganz besonderes Cello. Cien Cien ist Cellistin und Musikpädagogin. Er kennt meine Musik und ich spüre das, dass er beim Bauen des Cellos schon so viel überlegt hat und dass es wirklich zu mir passt. Und wenn ich dann auf der Cello spiele, dann spüre ich auch von ihm, wie viel Liebe das er beim Bauen hineingesteckt hat. Ja, super. Dass sein Beruf einmal ausstirbt, glaubt Schütz nicht. Es ist fast ein bisschen zu einem Modeberuf geworden und ich kann es gut verstehen, weil es einfach wirklich ein super Beruf ist. Die Geige gehört nach wie vor zu den beliebtesten Musikinstrumenten. Soweit das Wichtigste zum Tag. Schönen Abend und machen Sie es sich gemütlich.